Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Es ist Montagmorgen und ich habe nichts anderes zu tun, als erstes am Tag ein Video für dich zu drehen. Und zwar zu dem so wichtigen Thema Widerstand in der Psychoanalyse. Wenn du den gestrigen ersten Podcast mit meinem Psychoanalytiker, bei dem ich gelernt habe, von vor 22 Jahren, also er ist nicht der von vor 22 Jahren, aber meine Psychoanalyse war vor 22 Jahren abgeschlossen, so in etwa. Jedenfalls habe ich mit ihm über den Widerstand gesprochen. Jetzt weißt du vielleicht nicht, was damit gemeint ist. Widerstand ist so ein typischer Begriff in der Psychotherapie. Und zwar ist das genau das, worauf ihr mich immer wieder ansprecht. Vielleicht hast du mich auch schon darauf angesprochen, nämlich dass nichts weitergeht, dass du schon so und so oft zu deiner Therapeutin gegangen bist, immer wieder dasselbe durchgekaut hast oder dass dir gar nichts mehr einfällt, was du sagen könntest. Mein Psychoanalytiker hat es im gestrigen Podcast auch als Trotzhaltung bezeichnet und hat sogar gut geheißen. Er hat gesagt, und da muss ich zustimmen, dass der Widerstand in der Psychotherapie eine eigentlich unvermeidbare, und jetzt wirst du wahrscheinlich dich irgendwie so abbeuteln, weil sich das jetzt echt schräge anhört, eine sogar wichtige Phase in der Psychotherapie ist. Ohne diese Widerstandsphase, auch in Gruppen, aber auch in der Einzelpsychotherapie, ist es keine wirkungsvolle Psychotherapie, so könnte man auch sagen. So, dann wollen wir gleich mal, das wäre ja nicht ich, wenn ich nicht eine Psychotherapiesitzung als Simulation für dich mir angedacht hätte. Ich bereite da ja nichts vor, sondern ich gehe einfach mitten in die Situation einer Psychotherapiesitzung rein. Dann gucke doch mal, ob du was damit anfangen kannst. Ich zeige dir mal so eine Situation der Trotzphase. Ich werde das aber jetzt ein bisschen anders anordnen. Du kennst mich ja, das ist ja nicht immer ganz so einfach, ne? Dass es wirklich gut aussieht, dass du es wirklich gut siehst. So, dann machen wir hier den Stuhl hin. Übrigens, ich habe die neue Kamera noch immer nicht ausgetestet, aber das kommt jetzt wirklich bald. Die ist nämlich so komplex, dass ich irgendwie so ein bisschen Berührungsängste habe. Also wenn ich hier sitze, bin ich die Klientin. Wenn ich hier sitze, bin ich die Therapeutin Frau Kogler. Übrigens, einige von euch haben in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise mir E-Mails geschrieben, warum denn die fiktive Psychotherapeutin auf diesem Kanal immer so nett und einfühlsam ist. No, na, ich zeige dir natürlich Varianten der Psychotherapiesitzungen, die gelungen sind hauptsächlich. Ich könnte natürlich auch Fails zeigen. Wenn du das möchtest, schreib bitte gerne in die Kommentare. Ich kann natürlich auch zeigen, wie eine Therapeutin so reagiert, wie sie eben nicht reagieren sollte, wenn eine Klientin zum Beispiel eine Umarmung von ihr sich wünscht oder gar einfordert. Einige von euch schreiben mir ja immer wieder die Fails ihrer Psychotherapeuten, wo sie sich gekränkt oder retraumatisiert fühlten, also wo sogar das Gefühl dann da war, das Trauma, die Wunde, die Verletzung der Vergangenheit werde in der Psychotherapie nochmal getriggert und nochmal wiederholt getriggert. Und wiederholt ist auch wieder zweierlei, denn es kann ja sein, dass es sogar gut ist, wenn die Wunde, das Trauma in der Psychotherapie wieder spürbar und greifbar wird gefühlt, aber gut ist es nicht, wenn du das Gefühl hast, es wiederholt sich was. Und der Psychotherapeut merkt das am Ende gar nicht. Das wären aber dann wirklich Situationen, die Gott sei Dank ähnlich selten vorkommen wie ärztliche medizinische Kunstfehler. Jetzt aber in die Simulation. Ich bin also zunächst die Klientin, Sabine. Frau Kogler. Ja, hallo. Freut mich. Ich gehe jetzt in die Rolle der Frau Kogler, der Therapeutin. Sabine, wie geht es Ihnen heute hier mit mir? Was bringen Sie mir denn heute mit? Worüber sprechen wir heute? Cut, meine Lieben, das ist so eine typische Eröffnungsformel. Kann auch sein, dass man nur einen dieser Sätze sagt, aber irgendwie wird ja die Stunde meist auch von Psychoanalytikern, die ja relativ zurückhaltend sind, durch die sogenannte Abstinenzregel eröffnen. Und hier handelt es sich ja um eine Gesprächspsychotherapie und keine tiefenpsychologische oder psychoanalytisch fundierte Psychotherapie. Gucken wir mal, wie die Klientin Sabine darauf reagiert, auf diese Einladung der Frau Kogler. Ich weiß nicht.
Ich gebe dir in die Rolle der Frau Kugler. Sabine, Sie schweigen. Ja, ich weiß auch nicht. Sabine, was ist das jetzt für ein Schweigen? Was drückt sich über dieses Schweigen aus? Über dieses Nichtreden. Sabine, stellen Sie sich mal vor, wir würden dieses Schweigen hier auf den Tisch legen können und auswickeln. Was verbirgt sich denn in Ihrem Schweigen? Sind da andere Gefühle da? Vielleicht Wut? Vielleicht Angst? Vielleicht die Lust zu reden, aber eine große Hemmung oder ein Verbot? Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, vielleicht. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sabine, Sie halten mich jetzt ab von sich. Sie halten mich auf Abstand. Was befürchten Sie? Was würde denn passieren können, wenn Sie jetzt mit mir in Kontakt sein würden? Alles zu viel. Ich weiß nicht. Es wird alles. Ich weiß auch nicht. Alles. Es ist mir alles. Mir ist alles zu viel. Meine Lieben, was ist denn mit der Sabine? Was passiert da zwischen der Therapeutin und der Klientin? Was könnte das denn sein? Was fällt denn dir ein, was das sein könnte? Beziehungsweise hast du eine ähnliche Situation vielleicht in deiner Psychotherapie schon erlebt, dass du nicht sprechen konntest, dass deine Therapeutin nicht an dich rankam, dass du gerne gesprochen hättest, aber dass es einfach nicht ging. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man in so einer Situation sich verhalten kann, sowohl als Klientin als auch als Therapeutin. Wie brichst du denn das Schweigen? Zunächst mal geht es darum, das Schweigen erst gar nicht zu brechen, das Schweigen nicht als Feind zu sehen, sondern als Teil der Interaktion, als Teil der Psychotherapie. Es kann sich tatsächlich um diese sogenannte Widerstandsphase in der Psychotherapie handeln. Die Klientin ist trotzig, sie verweigert sich. Sie sagt nicht Nein, indem sie Nein sagt, denn das kann sie sich nicht erlauben. Also entzieht sie sich auf andere Art und Weise, indem sie so in eine pubertierend anmutende Ablehnungshaltung schon körperlich von der Körpersprache her geht und die Frau Kugler, die wohlmeinende, liebevolle Psychotherapeutin, einfach wie an einer Glasscheibe abprallen lässt. Die Frau Kugler kommt nicht durch. Ja? Und diese Phase ist sehr, sehr wichtig. Das muss nun aber die Psychotherapeutin natürlich von ihrer Ausbildung her auch wissen und darf jetzt nicht
die Widerstandsphase als was Kontraproduktives sehen, denn das macht ja schon die Klientin. Man kann davon ausgehen, dass die Klientin das Gefühl hat, nichts geht weiter, die Psychotherapie ist für nichts, meine Therapeutin wird bald abbrechen, weil ich nicht rede, ich kann nicht reden, warum rede ich nicht, ich bin ein Versager, ich würde so gern so viel sagen, ich kann kein Vertrauen schenken, ich bin ein Fail, ich bin und so weiter und so fort. All das, was hier geschieht, ist möglicherweise Futter für den inneren Kritiker der Klientin. Und deswegen ist es so, so wichtig, hier besonders vorsichtig vorzugehen und diese Widerstandsphase eben irgendwie aufzuwerten. Wie kann man die jetzt aufwerten? Natürlich wird die Frau Kogler nicht sagen, bravo, Sie sind im Widerstand, gratuliere, wir kommen voran. Denn das würde die Klientin wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht nehmen können. Könntest ja du in deiner Psychotherapie, nehme ich mal an, auch nicht nehmen, wenn deine Therapeutin dir dazu gratuliert, dass du kein Wort rausbringst. So ist es auch nicht gemeint, absolut nicht, sondern es geht einfach darum, das zu akzeptieren und zu sehen, dass auch diese Phase etwas sehr, sehr Produktives hat, nämlich die Klientin lernt, ihr Nein auszuleben, ihre Grenze zu ziehen und sich auf diese Art und Weise zu individualisieren, ihre Autonomie zu spüren. Sie bestimmt, wie weit die Therapeutin an sie rankommt. Sie gestaltet die Sitzung, sie ist im Widerstand und sie entscheidet, wann es wieder mit Reden weitergeht. Das ist ein wichtiges Erlebnis, eine wichtige Erfahrung. Die Therapeutin penetriert sie nicht im Sinne von, dass sie durch diese Grenze hindurchstößt wie mit so einem Rambock und einfach sagt, so, jetzt wird gesprochen. Nein, überhaupt nicht, sondern es wird respektiert, dass es jetzt so ist und es wird sogar positiv aufgewertet, dass es so sein darf und dass das wichtig ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir diese Widerstands- und möglicherweise auch Trotzphase in der Psychotherapie etwas näher gebracht habe mit dieser kleinen Simulation. Ich wünsche dir eine wunderschöne, wundergute, wollte ich sagen, Woche. Achte gut auf dich und ich freue mich auf den Livestream bzw. aufs nächste Video für dich. Tschüss und bis gleich.